In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich meine Halskonturen trimme bzw. rasiere. Alle 5 bis 7 Tage trimme bzw. rasiere ich mir meine Halskonturen, damit der Bart einfach gepflegter und ordentlicher aussieht. Ich benutze dazu kein Rasiermesser, kein Rasierhobel und auch kein Schavett, sondern ich nehme einfach meinen ganz normalen Barttrimmer, nehme den Aufsatz ab und rasiere dann damit meine Halskonturen bzw. trimme damit meine Halskonturen dann runter. Ich erkläre dir das heute ganz einfach in 3 einfachen Schritten, wobei der erste Schritt dabei der allerwichtigste ist. Im ersten Schritt wird nämlich die Höhe der Bartkontur festgelegt. Und das ist wirklich der wichtigste Schritt, denn dort machen die meisten Männer den ersten und auch bei den Halskonturen den schlimmsten Fehler. Die Höhe der Kontur muss nämlich korrekt festgelegt werden. Denn viele Männer machen es so, dass sie zum Beispiel zu viel wegrasieren und rasieren zum Beispiel bis zum Kinn. Und wenn man das macht, dann kann es unter Umständen so aussehen, dass man, gerade wenn man zum Beispiel zu viel auf den Rippen hat, dass das irgendwie aussieht wie so ein Doppelkinn und das möchte man auf gar keinen Fall. Oder andere Männer machen das Gegenteil. Die rasieren gar nicht, ja, und dann sieht das so aus wie jetzt hier vorher, dann sieht das einfach ein bisschen unordentlich aus und ein bisschen ungepflegt und das sollte halt auch nicht sein. Dementsprechend müssen wir im ersten Schritt die Höhe der Kontur ganz genau festlegen. Und das machen wir wie folgt: Wir nehmen einfach unseren Finger und gehen gerade zurück, ein Stückchen über den Kehlkopf und dort ist dementsprechend die perfekte Höhe. Also eigentlich genau da, wo so die Kurve zwischen Hals und Kopf ist, ein Stückchen über dem Kehlkopf. Dort ist die perfekte Höhe. Und damit wir uns auch direkt an dieser perfekten Höhe der Kontur orientieren können, nehme ich direkt meinen Barttrimmer und rasiere genau an dieser Stelle schon eine kleine Kontur rein, damit ich weiß, okay, das ist die perfekte Höhe. Wenn das gemacht ist, machen wir weiter mit Schritt Nummer 2. Bei Schritt Nummer 2 ziehen wir dann die Konturen. Und ich habe jetzt schon im ersten Schritt so eine kleine Kontur gesetzt und man möchte einfach so eine U-Form am Hals haben. Und um diese U-Form dann zu bekommen, zieht man diese Kontur, die ich eben schon leicht angedeutet habe, zieht man diese Kontur einfach weiter. Und um sich da ganz gut zu orientieren, kann man zum Beispiel auch wieder hier einen Finger anlegen an die Seite, um zu schauen, wie diese Kontur halt gesetzt werden muss. Denn wir haben ja jetzt vorab die Höhe perfekt festgelegt und jetzt muss man einfach nur eine schöne gerade Kontur ziehen. Und das kann man zum Beispiel mit einem Finger machen oder zum Beispiel alternativ auch, um sich gut orientieren zu können, mit einem Kamm. Wenn man dann ungefähr eine Orientierung hat, dann kann man diese Kontur, die man im ersten Schritt schon angedeutet hat, einfach schön weiterziehen, sowohl bis nach ganz hinten auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Zusätzlich dazu ziehe ich auch noch eine Kontur hinten am Kiefer, wenn ich dann am Kiefer angekommen bin, dass es einfach auch da nochmal schön gerade runter geht. Das kann man dementsprechend auch nochmal mit einem Finger machen oder mit einem Kamm zur Orientierung und dann dementsprechend auch dort die Kontur ziehen. Wenn das gemacht ist, machen wir weiter mit Schritt Nummer 3. Im dritten und letzten und auch wohl einfachsten Schritt machen wir dann folgendes. Wir trimmen einfach die Barthaare weg bzw. trimmen die Barthaare runter, die unterhalb der gezogenen Konturen liegen. Das machen wir sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite als auch an der Seite des Kiefers nach hinten hin und dann sind wir fertig. Und wenn man jetzt diesen Vorher-Nachher-Vergleich sich anschaut, dann sieht man, dass es einfach wesentlich gepflegter und wesentlich ordentlicher aussieht und so sollte es auch sein. Und es ist nicht ganz glatt rasiert, sondern man hat einfach so eine Natürlichkeit in dieser Bartkontur noch drin, weil man nicht alles glatt rasiert hat, wie zum Beispiel mit einem Rasiermesser oder mit einem Schavett oder mit einem Rasierhobel, sondern es sind noch leichte Stoppel da und das persönlich finde ich auch sehr gut, das ist auch mein Stil. Es soll halt natürlich, aber gleichzeitig gepflegt aussehen und so ist es für mich am einfachsten, die Halskonturen zu rasieren bzw. zu trimmen. Und gerade auch aus dem Grund, weil man bei dieser Methode kaum Vorbereitung und kaum Nachbereitung für die Haut braucht, weil es einfach sehr einfach ist und die Gefahr, dass zum Beispiel die Haut irritiert wird, sehr gering ist. Wenn du jemanden kennst, der zum Beispiel noch ein bisschen Nachhilfe braucht beim Thema Konturen rasieren, Halskonturen rasieren, teile liebend gerne dieses Video mit ihm, denn ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich mit meinen Videos euch da draußen und allen Bartträgern einfach ein bisschen weiterhelfen kann. Und falls ich dir persönlich mit dem Video weiterhelfen konnte, dann hinterlass gerne einen Daumen oder einen Kommentar und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Konturenrasieren.